Leute, es ist soweit. Es hat sich wieder wahnsinnig viel getan. Bei The Fischer Online. Es hat sich viel getan. Starten wir das Game. Gehen wir mal eben ratzfatz rein. Und tja, jetzt mit mittlerweile Level 10 können wir an das nächste Gewässer gehen. Und das, ihr Lieben, das tun wir jetzt. Wir gehen an das nächste Gewässer und das nächste Gewässer liegt in... Nein, doch. Oh, Frankreich. Nehmen wir unsere kleine Peugeot. Alter, ist der irgendwie... Ist der, Alter, hat er eine andere Farbe gekriegt oder was? Der war doch mal rot. Jawohl. Da. 10 bis Level 100? 100. 10 bis Level 100. Hier düsen wir jetzt mal hin. Ich hoffe, ich kann... Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Ich bin gerade Level 10 geworden, habe mir gedacht, oh mein Gott, sofort zum Level, neuen Level, ab nach Frankreich. Und da reisen wir jetzt hin. Klick. Alter. 50 Ocken? Nicht normal, Alter. Alden. Alden. Oh! Oh, wie cool. Oh. Oh lala. Englischer Rasen. Und das in Frankreich. Nee. Leute, ganz neu, ganz neue Map mit Mülleimern, Hammer und englischem Rasen in Frankreich. Oh mein Gott. Ey, das ist aber weitläufig hier. Leck mich. Und hier springen Fische. Ich meine, dass mir die Fische springen, das ist auch an anderen Gewässern. Da, platsch, das wurde jetzt auch zuletzt mit eingefügt. Noch mehr Action im Wasser. Richtig gut. Richtig gut. Ja, Leute, und ich habe mittlerweile meine dritte Spinning Rod gecrashed. Ja. Geil ist anders. Und deswegen gucken wir mal, was wir hier machen können. Vielleicht so in Richtung Grundangel. Alter, das ist aber... Gibt's hier eine Map? Gucken wir mal erstmal auf die Map. Oh, Alter. Oh, das ist aber... Oh. Alter, richtig tiefe Areas hier. Perouche. Oh, 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 oh. Und, was sind das für Bereiche? Also... Mitten im Wasser, das ist, glaube ich, neu, ne? Dass diese Bereiche quasi im Wasser liegen. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Ja, Leute, ich hab keinen Schimmer, ne? Aber mal so richtig. Das müsste dann hier... Was sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier gerade dran vorbei. Hier ist die Hütte. Das heißt, wir sind hier gerade zwischen... Sind wir denn hier zwischen oder sind wir nicht? Wie ist denn das nur aufgebaut hier? Es ist natürlich echt noch ein bisschen schwierig, sich zu orientieren, ohne eine Markierung auf der Map zu haben. Ich glaube, wir sind hier irgendwie in dem Bereich. Jetzt sind wir theoretisch hier hinter. Kann das überhaupt sein? Ich weiß es gerade nicht. Aber hier ist auch keine Straße. Irgendwas stimmt hier nicht. Da ist die Straße. Leute! Orientierung und so... Alter, was ist hier los? Hier ist wabernde Kaugummimasse. Fuck, Alter, ist das eigentlich Wasser? Soll das Wasser werden?
Egal, Leute, wir latschen hier einfach drüber. Die Texturen, die kommen bestimmt noch. Wow, es ist vieles in der Mache. Jetzt in den letzten Tagen hat sich mehrfach was getan. Ich latsche einfach durch. Wir gucken erstmal. Kann sich alles noch ändern. Es hat sich mehrfach was getan. Das heißt, man hat beim Starten Update gesehen. Beziehungsweise es gab dann auch unten immer wieder News. Es hat sich was verändert, Also es ist geil. Erstmal kamen die News, zack, bla bla bla, Frankreich ist frei. Und dann kamen die News, irgendwie Update in Frankreich und Verbesserung in Frankreich und so weiter. Also es wird hart dran gearbeitet. Ich habe immer noch kein Schimmer, wo ich hier bin. Aber wir rennen hier erstmal rum. Durch die wabernde Masse, durch die Äther-Area. Komm, wir gucken mal hinterm Busch hier. Alter. Oh, Alter. Mmh. Oh, Fromage. Irgendwas ist doch da. Oder auch nicht. Ah, doch. Siehst du? Hab ich doch gesehen. Alter. Geil. Das hier ist die riesengroße Käse-Area. Hier ist erstmal alles käseweiß. Hier ist gar nicht so richtig viel, ne? Gucken wir mal. Aber es ist ja geil. Es ist halt in der Mache. Und man kann hier trotzdem schon hin. Das ist cool. Das ist cool. Und ich glaube sogar, das Wasser hat schon die Action irgendwie, ne? Kann das sein, dass ich hier gerade lang gelatscht bin? Ja. Ich war hinter dem Haus. Bin jetzt hier herum. Ah! Und es leuchtet hier auf. Ich bin in dieser Area hier. Gucke mal da. Ja, Mann. Es leuchtet hier auf. Alles klar. So, joggen wir mal ein bisschen weiter. Vielleicht komme ich jetzt hier so rum. Alter, das ist aber weit. Gehen wir nochmal hier zurück. Das ist echt zu weit. Und gehen mal zur Straße. Avec Straße oder so. Ah. Geil. Und hier sind wir dann in der Area. 3,5 Meter tief. Ich würde sagen, wir schmeißen mal jetzt hier vorne einfach irgendwo. Er sieht irgendwie aus wie so ein Karpfenpuff oder Forellenpuff, oder? Wo kommt der Wind her? Aus Westen. Also von vorne. Das heißt, es treibt quasi gerade alles hier in diese Ecke. Ich angle jetzt hier einfach. Leute, da war schon ein Zeichen, da hüpft ihr. Ohne Scheiß. Ich bin jetzt really komplett live das erste Mal hier. Noch nichts hier reingeschmissen. Das heißt, ich schnapp mir jetzt meine zwei Grundruten, meine Spinning Rod. Ich schmeiß jetzt hier einfach mal den Lachs rein. Ich will einfach gucken, was hier geht. Und weil es hier so entweder nach Forellenpuff oder Karpfenpuff aussieht, teste ich jetzt Karpfen oder Forellen oder irgendwas, also Karpfiges. Und dafür nehme ich die mal die ersten Boilies. Boily 1, 2, 3. Nehmen wir den auch noch mit dir. Nehmen wir mal noch den braunen Boily, den gelben Boily, den braunen. Haben wir schon mal zwei Boilies dran. So. Und als nächstes nehmen wir in Frankreich must have le frog. Keine Ahnung, wie heißt Frosch? Auf jeden Fall Froschschenkelköder must have. So, 100 Geschwindigkeit 50, ein bisschen weed. Und dann ziehen wir hier mal Leisure durch. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Puh.
Ja. Egal. Weitermachen. Ist halt Angeln, ne? Jebib, jebib. Okay, weiter geht's. Können wir mal hier so ein bisschen hin. Ist schon. Oh, guck mal, wie sie hüpfen, Alter. Nee, normal. Es piept, es piept, es piept. Lass mich durch. Ja, 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 ja. Hier, auf eins. Oh, 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 oh. 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 Oh, Alter. Alter, ich muss hier hart pumpen. Und laufen. Alter, was geht da ab? Oh, der hat aber Kraft. Alter. Guck mal, da. Alter. Oh, ein fetter Lederkarpfen. Leck mich fett und 250 fette XP. Nicht dein Ernst. 9 Kilo. Er hat ein bisschen kleines Gesicht. Als ob er da drauf getreten hat. Aber Alter, 9 Kilo. Ja, die nächste geht schon. Leute, was geht hier ab? Das Kapodrom in Frankreich, Alter. Krass. Next. Oh, ich brauche dickere Routen, ey. Ich brauche dickere Routen für den Karpfenpuff. Oh, 250 XP. Leck mich fett, Alter. Guck mal, wie viel. Ich war gerade bei 0. Man sieht man das in der oben in der Ecke, sieht man. Ich war fast bei 0. Also ich hatte nichts. Ich habe ja noch nichts gefangen. Gerade mit dem letzten Fisch so knapp, zack, Level 10 gemacht. Die haben immer so 3, 4, 30 Silber, 30 XP gebracht. Die Karpfen und so. Und jetzt 250? Alter. Und guck mal, wie ich hier am Limit bin. Ich bin am Pumpen. Zum Glück habe ich hier 80 Meter Schnur drauf. Was würde ich denn machen? Ich meine, 80 Meter Schnur, da reicht ja fast für das ganze Gewässer. Fällt mir gerade auf. Aber dem laufen wir erstmal ein bisschen hinterher. Hier lernst du laufen. Kenne ich irgendwo her. Alter. Ich meine, hätte ich in der Vergangenheit nicht irgendwie dreimal eine 300 Silberroute geschrottet, würde ich hier schon mit ordentlich besserem Equipment stehen. Aber nein, ich musste ja mit meinen Footfingern hier an der Bremse rumtüdeln. Und das hat sich natürlich gerecht. Und mittlerweile lasse ich einfach die Footfinger davon. Weil die Bremse ist automatisch jetzt irgendwie ganz gut eingestellt. Guck mal hier, die ist auf 9,6. Ich glaube, ich könnte die nochmal eine Stufe höher drehen. Maybe. Vielleicht sogar zwei Stufen. Aber ich lasse das einfach. Ist mir einfach egal. Ich kriege die schon raus. Und wenn ich die so nicht rauskriege, mit dem ein Pünktchen mehr in der Bremse, kriege ich ihn auch nicht raus. Oh mein Gott, es piept schon wieder, es piept schon wieder. Leute, nicht normal, ist richtig geil gerade. Oh mein Gott, Alter, das ist ein richtiger harter Drill. Der will es richtig wissen hier. Der will es richtig wissen, der Brocken. Passt das überhaupt? Kann der mich leer ziehen? Ich bin an einem kleineren Gewässer. Kästchengröße, keine Ahnung. Und man sieht hier unten, oh okay, man sieht hier unten im lilanen, hier neben mir direkt, da kam gerade die Meldung, dass der letzte Fisch, den ich gefangen habe, war auch der größte der Kategorie Fisch, also Kategorie, was war? The fish used all the line. Hat er mich leer gezogen? Guck mal, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Ich war hier immer noch mit dem lilanen gerade beschäftigt. Dreifache XP-se. Dreifache XP-se. Vielleicht sollte ich hier einfach mittig angeln. Wobei ich fast vermute. Achtung, nur Vermutung. Vielleicht ist ein Kästchen, sieht man das irgendwo hier? Vielleicht ist ein Kästchen
100 Meter weit. Erstmal nur Vermutung. Bloß nicht drauf festnageln. Ich werde alles leugnen. Habe ich nie gesagt. Ich hatte jetzt gerade hier 80 Meter drauf. Und habe den einfach verloren. Also es sind eher nicht 50 Meter. So, guck mal, was wir hier dran haben. 21 Meter ausgeworfen. Insgesamt habe ich 82 Meter Schnur drauf. Den kann ich schon ein bisschen leichter pullen hier. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Immer schön reinpumpen. Leute, ohne Scheiß. Es macht schon richtig Bock. Es hat sich, wie gesagt, viel getan bei The Fisher Online. Regelmäßig Updates, immer wieder Erneuerungen. The Wolf, der Master of Disaster, er arbeitet hart an dem Game. Kann man nicht anders sagen. Am Sonntag gab es ein großes Update. Mann. Wolf, Alden. Gönn dir ein bisschen Auszeit für die Familie. Bäm. 144. Ist jetzt nicht der dreifache Wert? Vielleicht lag es da dran. Trotz allem, 144 fette XP. Gut. Sehr, sehr gut. Und mein... Und... Also, wie die Flossen so wiggeln. Einfach ein fetter, geiler Fisch. Lederkarpfen, Alter. Klatsch. Schön die Boilies auswerfen und auf Karpfen. Alter, ohne Scheiß, wenn das... Oh mein Gott, wenn das so gut läuft... Erstmal Bug-Using testen. Ich bin gerade hier so hochgeflogen. Wenn das so gut läuft, Leute, was soll ich denn da noch hier spinnen, Alter? Wofür soll ich denn da die Spinne noch verwenden? Ich hau hier drei Karpfenrods raus und dann wird hier am Karpfenpuff einfach richtig hart Gas gegeben. Andererseits interessiert mich natürlich, was gibt es hier für Raubfische? Gibt es hier Raubfische überhaupt drin? Ist das hier komplett Friedfisch-Area? Kann man nicht wissen. Will man aber wissen. Was mir letztens aufgefallen ist, dass es beim... dass es nachts irgendwie deutlich weniger Bisse gibt. Finde ich ein bisschen räudig. Mittlerweile gehe ich nachts mehrfach schon offline. Dass ich dann einfach so, alles klar, ich warte jetzt einfach mal irgendwie eine halbe Stunde, mache was anderes. Und dann logge ich mich, wenn es hell ist, ungefähr wieder ein. Schade. Also nachts geht gerade echt wenig oder ich kriege es einfach nicht hin. Durchaus möglich. Durchaus möglich, will ich auch nicht bestreiten. Ey, geil. Erster Biss sofort. Ich habe ein paar Welse auch schon nachts gefangen. Ich habe ein paar, ich habe Zander gefangen und so Sachen. Aber es ist echt wenig. Also nachts ist wirklich wenig los. Oh, was haben wir da denn? Black Bass. Halt so ein Fisch irgendwie, ne? Hatte ich im Real Life noch nie an Angel, glaube ich. Sieht auch irgendwie komisch aus. Ob man das Ding essen kann? Egal, nehmen wir mit. Hat 7 XP sie gebracht? Also wenn er jetzt akkordmäßig hier... Weed, ein nach dem anderen geht, dann ist das okay. Was war das für ein Ding? Also wenn du weißt, was das war, mal eben hier unten in die Kommentare reinhacken. Was war das? Black Bass? Kein Schimmer. Black Bass. Brasse? Schwarzbrasse? Heißt das Brasse? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gefangen, hatte irgendwie komische Flossen am Rücken. Sah echt irgendwie eigenartig aus. Schöne Zeichnung auf dem Rücken, sah gut aus. Vom Schuppenkleid, aber pff, wie gesagt, was das nun war, kein Schimmer. So, paddeln wir hier noch ein bisschen rum. Ziehen wir hier noch ein bisschen was raus.
im Idealfall noch was Neues am neuen Gewässer in Frankreich. Ist schon ein bisschen, es ist schon eine Challenge. Also gerade die letzten anderthalb Tage habe ich gedacht, Alter, ich war gerade Level 9. Puh, wie soll ich denn Level 10 schaffen? Das hat echt lang gedauert, weil die Fische so wenig XP gebracht haben. Das ist vielleicht noch so eine Sache vom Balancing. Wie ausgeglichen ist das? Wie viel XP kriegt man für die verschiedenen Fische? Andererseits auf Langzeit gedacht und mit Langzeitmotivation und Stück für Stück das nächste erarbeiten und so weiter. Es ist von den XP'sen, die man bekommt, im Moment nicht zu viel. Also eigentlich kann man schon sagen, es ist schon, wenn es raus ist, wäre es schon fast zu viel. Lieber ein bisschen langsamer, lieber ein bisschen länger irgendwie brauchen. Und dann hat man, man hat ja am Anfang vielleicht sogar schon drei Gewässer. Das ist ja schon krass. Anfangs kann man an drei Gewässern angeln. Das ist doch gut. Was willst du denn mehr, Alter? Alter, jetzt geht der nächste. Oh, Karpfenpuff! Pump ihn! Run! Es ist ja schon echt geil. Also, ich meine, mehr als drei Gewässer, da kommst du doch durcheinander. Alter, wie hier die Fische springen zwischendurch. 14 Meter. Okay, man muss wirklich pumpen hier. Deutlich anders als in anderen Games. Man profitiert davon, wenn man pumpt. Wenn man nicht pumpt, schafft man höchstens Fische, die, ja, die nicht so kampfstark sind, ne? Untermaßige Hechte irgendwie, 2-3 Kilo Hechte und so Sachen. Ich habe jetzt hier noch nicht so ein mega Setup. Ich weiß auch gar nicht genau, was ich als nächstes mache. Ich meine, ich habe jetzt hier 100 irgendwas an Silber. Ob ich mir erstmal fettere Rods hole, wäre eine Option. Und dann gehe ich Stück für Stück auf die geilsten Spinnrollen. Auf die geilsten Rollen an sich. Weiß ich noch nicht genau. Oder ich hole mir erstmal eine. Alter, da kommt was Dickes. Oh, guck mal, der ist richtig dick. Okay, ich glaube, ich hole mir erstmal die Rods. Ich glaube, die Rods, die bringen. Wobei. Guck mal, wie er ankommt. Ey, das ist geil, Alter. 9 Kilo 250. Und da haben wir wieder fette XP. Hier unten steht es wieder. Bonus mal 3. Bla bla bla. Lederkarpfen. 9,428. Dickster Fisch, den du je gefangen hast. Daher Bonus XP, so alten. Fettes GZ. Jusette, wie der Franzose sagt. Und von daher alten mal 3 die XP-se. Finde ich gut. Guck mal hier, ey. Oder hier. Guck mal da, Viertel nach 10 schon, ey. Alter, richtig gut, ey. Mann. So, den ziehen wir jetzt noch raus hier und dann gucken wir mal, was das so. Oh mein Gott, Ficky Fucky, der Kescher ist voll. Puh, okay. Der Kescher ist schon voll. Merde putain. Komm, schnell. Ich hätte auch reisen können. Lauf, Alter. Alter, da läuft er hier, ey. Der dicke Zyklop. Was ist das hier eigentlich? Das ist bestimmt ein Shop. Gehen wir jetzt nicht rein. Guck mal hier. Black Bass. Alter, wie das Ding aussieht. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, ey. Das war von vorhin noch vom letzten Gewässer. Und hier sind die fetten Karpfen. 10, 18 und 18 Kilo. Wow! 18 fette Silber. Money. Geil, Alter. Sell. Verkaufen. 250 Tacken. Yes. Alter, was ist... The fish got away. Brrr. Alter, was ist das? Ich war's nicht. Vielleicht doch. Nee, guck mal hier. Das war gerade hier, würden wir dem Wolf nochmal zeigen und sagen, Alten, da stimmt was nicht. Ne?
Können wir ihm eigentlich mal verlinken. Und dann können wir ihm sagen, Alter, guck mal hier. So, jetzt ziehen wir den hier nochmal schnell ran. Das... Ein Amur! Oh, wie gut! Graskarpfen, I like it. Oh mein Gott! Ich liebe dieses Gewässer schon jetzt. Oh mein Gott, wie geil, Alter. Weißer Amur. Einfach nur geil, Leute. Einfach nur geil, Leute. Einfach nur geil. Leute, dieses Game ist unnormal geil. Closed Beta, es ist schon so gut. Es wird so viel Neues gemacht. Es wird hart dran gearbeitet. Ende des Jahres kommt das Game raus. Und ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, nächstes Mal wieder einschalten. Tschüss.